Ich kam eben gerade kurz ins Straucheln, ne, als wir so spontan sind hergefahren. Wieso? Wegen der Zeitung, weil ich wollte die Jungs instruieren, ne? Ja, das hat schon gut funktioniert. Ja, ich habe extra meinen Koffer stehen lassen. Habe ich schon gemerkt. Hat man gemerkt? Ja. Ja, ja, das ist, also ich habe es gemerkt, aber sonst niemand. Okay. So, Breeden, was ist da los? Okay, also es geht jetzt um den Güterhändler da unten, ja? Genau. Also der, das ist ein Exporteur, der kauft Sachen an und exportiert die dann. Ja. Zum Beispiel Whisky oder Zigarren oder so, das lohnt sich allerdings nicht, weil der Zigarren für 0 Dollar und Whisky für quasi den Preis bei einer Tanke einkauft. Ja. Ansonsten fahren da Leute hin wegen Blechen oder Gold. Herr Bock war sehr nützlich und hat etwas bezüglich der Bleche herausgefunden, das kannst du einmal vortragen. Ja, ich hatte Rücksprache mit einem guten Freund von mir genommen, der kannte sich da ein bisschen aus und konnte mir sagen, wo es hier Schrottplätze gibt, wo man Blech sammeln kann. Da gibt es wohl eine Stelle in Palito Bay, da konnte er mir allerdings keinen genauen Ort nennen. Und einmal hier direkt in Los Santos, das ist die 2205, 2201 und 2202. Da ist so ein Dreieck praktisch, da kann man wohl Bleche sammeln. Ganz genau, Claire ist gerade undercover unterwegs und guckt sich das genauer an. Ich mache das gleiche gleich auch nochmal. Ansonsten waren wir auch gestern nochmal vor Ort bei diesem Händler. Und da ist auch ein großes Lager und das MD war da. Das MD war da? Mit Sicherheitspersonal. Ein Mann als Security stand daneben. Da waren zwei Fahrzeuge vom MD, ein kleiner Krankenwagen und noch so ein anderes ähnliches Fahrzeug. Und die haben da wohl irgendwas aus dem Lager geholt oder reingebracht und wollten auch nicht, dass wir weiter nachfragen. Oh, interessant. Was mir ein bisschen Spanisch vorkommt, ist, wenn du sagst, für Zigarren, Whisky etc. pp., die geben so gut wie gar keine Plus. Warum bei dieser verdammten Bleche, die zahlen so viel Geld? Also, weil die Blechpreise sind um das Fünffache, glaube ich, höher, wenn ich das richtig mitbekommen habe, als wenn die inländisch verkauft werden. Was? Fünffach? Sie. Aber nur auf eine begrenzte Menge. Ich glaube 360 oder 380 Bleche. Lass mich das... Fünffach? Lass mich das genau erklären. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie eine Zigarrenfabrik oder so gibt. Wenn da jemand was rausfindet, wäre das nützlich. Aber der kauft die halt für 0 Dollar an und den Whisky für 7. Und in der Tanke kostet der halt auch... den Whisky für 6,99 in der Tanke kostet der halt 7. Ja, dann ist die Frage, warum er das ankauft. Ja, ganz genau. Dann könnte eigentlich direkt in die Tanke gehen, ne? Ganz genau das. Und wegen dem Blech, da sind wir dran. Wahrscheinlich werden wir heute noch mehr rausfinden. Es gibt auch eine Mine, die wollen wir auch nochmal abfahren. Da haben wir die Koordinaten. Moore hat mir die gegeben. Und da wollte ich gleich hin und Claire kümmert sich um die Blechsache. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber es gibt wohl auch eine Möglichkeit, Öl abzutragen. Öl? Alles, was da wir exportiert sollten, werden kann, ist allgemein wichtig. Steve, wir sollten allgemein im Auge behalten, was kann man, was arbeiten die Leute in dieser Stadt, wenn sie nicht irgendwie arbeiten als Kellner oder bei Schwarzwasser? Oder keine Ahnung was. Wir sollten allgemein einen Überblick haben. Auf dem Maisfeld sind ganz viele. Ich wollte gerade sagen, auf dem Maisfeld sind echt viele. Also Maisfeld ist... Pendejos, das ist ja ist wie in Kolumbia, hä? Wenn du Maisfeld sagst, ist das diese Happy Farm in Palito? Ja, da drüber sind... Wir waren letztens im Mais, nicht im Mais, wir waren in der Happy Farm und saßen da tatsächlich bis kurz vor 4. Und da, um 4 Uhr morgens, um 3.30 Uhr sind die da noch mit dem Mais gefahren. Ja, das wurde mir heute auch erklärt. Tatsächlich, als ich heute undercover unterwegs war als Arlo, wurde mir ein Job angeboten bei Horny's Burger. Also, oh. Kannst du ja mal ein Praktikum machen. Ja, also ich könnte da ein bisschen rumfahren und ein bisschen für die ausliefern. Vielleicht erfährt man da das ein oder andere. Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht solltest du mal ein Praktikum machen, unbezahlt für eine Woche. Ja. Sowas. Ja, kann ich machen. Wir sollten übrigens darüber nachdenken, also wenn wir hier von fossilen Brennstoffen sprechen und Ölen und so weiter, dann müssen wir uns auch um aktuelle Probleme, wir sind ja ein Unternehmen mit Vorbildfunktion, da müssen wir uns auch um die Frage des Klimawandels kümmern und einfach die und auch vielleicht mal bei der Stadtverwaltung die Frage stellen, warum die hier immer noch fossile Brennstoffe so raus exportieren. Ist das denn unbedingt erforderlich? Oder wird das exportiert? Wo geht das hin? Ich könnte mich daran machen, dass man Erfahrungen bringen. Erscheint so da ein bisschen. Allgemein eine wichtige Frage. Ich bin eine sehr nachhaltige Mensch. Ich liebe Mutter Natur, ich liebe unseren Planeten. Ja. Wenn es nach mir ginge, wir würden die fossile Brennstoffe komplett abschaffen. Ne?
Ja, also ich bin grundsätzlich auch eher für regenerative Sachen. Darum ist das mit der, wir verbrauchen ja so viel Strom, wir müssen uns unbedingt diesbezüglich Gedanken machen. Ja, Ist also. der Moor im Minenoutfit? Oder wer steht da hinten? Ist das nicht klar? Nee, wer ist das? Weiß ich nicht. Ja, kenne ich Kann ich auch sehen nicht. von hier aus. Aber da müssen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt mal Gedanken machen und vielleicht regenerative Alternativen zur Verfügung stellen, um uns ein bisschen auch selbst zu versorgen. Es wäre nämlich für uns sehr gut, wenn wir komplett autark vom Stromnetz der Stadt laufen würden. Dann hätten wir auch nichts mehr mit diesen Stromausfällen zu tun. Ja. Ja. So eine Idee nebenbei noch. Okay. Das heißt, Hodge, Cooper, Sie fahren gleich mit uns mit bezüglich der Situation rund um die Kirche und das U-Boot. Wir werden diesbezüglich auch gleich mal überprüfen, was mit diesem Brennstab ist. Ein Und Brennstab. Sie wissen von dem Brennstab nichts? Nee. Ja, liegt Atommüll im Hafen. Bitte? Ja, es liegt Atommüll im Hafen. Waffenfähiges Plutonium, um genau zu sein. Ja, ist doch für zum Klimaschutz. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ja, das ist weniger Klimaschutz. Ich habe Angst, dass sich eine riesige Echse damit infiziert und dann haben wir ein ganz anderes Problem. Eichhörnchen mit 10 Augen. Nee, ich rede eher von einem Alpha-Predator, der 150 Oh Meter Gott. hoch ist. Stell dir vor, so ein Krokodil frisst das Ding. Was meinst du, was hier abgeht? Ach so, was mir eventuell noch klar geworden ist. Vorhin, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber der Standort der Yakuza. Oh. Uemitsu. Ja, das ist doch. Chinatown bestimmt. Warte, ja, das ist in Chinatown, das ist bei Da waren wir gestern. 5156 da die Ecke. Da, wo die Pharmacia ist. 51, 51, 56, oder? okay. Was? Sekunde, ich check das nochmal eben Können Sie sich gegen. erinnern, Herr Senior Linz? Ah, ja, genau, da wo wir die Pharmacia gesucht haben. Gehört 5042 mit dazu. Da ist so eine kleine Ecke mit asiatischen Läden. Kann sein, ja. Weil wenn das dazugehört, 5042 ist Kuraimitsu. Da die Ecke komplett. sind die das? Ja. Also Dann kann es 5042 durchaus ist die sein, Kuraimitsu komplett. dass ich damals schon mal auf die getroffen bin. Okay. Habe ich das leckere Rindfleisch hergehabt? Gut. Sonst noch Sachen? Um noch einmal auf diese Eidechse zurückzukommen, ne? Wenn diese hochradioaktive Urin bringt dazu, dass eine riesengroße Eidechse kommt auf Los Santos zu, ne? Ist mir scheißegal. Aber wenn eine riesengroße Insekt kommt aus dem Wasser raus, ich boxe diese Pendejo zurück in die Papa Pampa, ne? Na, solange das Vieh nicht auf meinem Ich Hinterkopf kann dann wieder Insekten nicht sitzt. leiden. Oh Gott, so ein Aber das wäre eine so eine riesengroße Proteinportion. Guck mal, wollen Sie das Insekt essen? Essen Sie Insekten? Haben Sie noch nie einen Insekt gegessen? Bestimmt unbewusst. Ich will gar nicht drüber Nachdem ich aber nachdenken. die geboxt, man kann die nicht essen, ne? Also im Normalfall ist es so, dass ein, wenn ein Mensch schläft, kann er bis zu achtmal im Alles Leben klar, eine Spinne Besprechung essen. beendet. Lensch? Ja. Was Man denn? krabbelt ja erstmal eine Spinne in den Mund. Hast du noch mal eine Minute? Klar. So, was gibt's? Lass uns lieber in dein Büro gehen. Okay. Dann kann ich auch Mettbrötchen essen. Sehr gute Idee. So. Ich konnte das jetzt gerade nicht ansprechen, weil der Herr Bock auch da war. Aber das kann sein, dass das die Leute waren, denen ich tatsächlich unser Produkt zur Probe gegeben habe. Also ich habe die tatsächlich, wenn die das waren, schon aus der nächsten Nähe erlebt. Und? Wirkten jetzt nicht sehr organisiert oder so. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ne? Das könnte ja jeder gewesen sein. Verstehe. Auf jeden Fall war da viel los. Wie bist du, wie siehst du das mit unserem Weg, der Ansprache, die ich vorhin hatte bezüglich der Produktion? Was sagst du? Ich finde das gut. Sehr gut. Ja. Ist doch angenehm. Dann müssen sich nicht alle so viele Sorgen machen. Das stimmt. Und im Notfall müssen wir darauf zurückkommen, aber ich würde erstmal davon absehen. Im Notfall, ganz genau. Momentan läuft es ja. Ja, außerordentlich. Also, Gustavo ist ein Genie.
Ja, er hat schon da sehr viel erreicht, aber wir haben mit dem Auftrag der Stadtverwaltung einfach das Große losgezogen. Ja. Also das dürfen wir uns einfach nicht mehr kaputt machen. Auf gar keinen Fall. Okay. Die zwei Kunden, was meinst du darüber? Sind die an Bord oder? Das Polizeidepartement hat ein Auftragsvolumen zwischen 250 und 500.000 Dollar. Ja. Und Weasel News wird noch überzeugt, aber das wird auch zwischen 100 und 250.000 sein. Aber die sind beide dabei? Weasel News nicht fest, Polizei schon ziemlich sicher, ja. Oh, sehr gut. Das Also ist das toll. wird, das wird, puh. Klingt gut. Ich werde jetzt mit Moore und vielleicht noch wem anders diese Mine auschecken und dann gucken, wo das mit den ganzen Blechen herkommt. Genau. Okay. Fantastisch. Kommen Sie rein, Kuba. Ich hatte eine kleine Frage, bevor ich einen Fragen Sie. Fehler mache. Alles gut. Und zwar, wie sieht das aus mit dem Bock? Ist der über 100% informiert? Nein. Und Okay. wird auch nicht über 100% informiert. Das wollte ich wissen, danke. Du bist ein bisschen verwirrt. Ja. Ich bin nur müde, gestern war lang. Hä? Herr Mohr? Herr Lensch? Was machen Sie? Dass mich aber auch keiner erkennt. Ich bin voll im Tarnmodus. Naja, Breeden möchte mit mir in die Mine fahren und ich selber habe ein großes Interesse an alten Fossilien und habe mich am Anfang bei meiner Einreise ein bisschen in die Mine begeben, um da was zu suchen, aber da gibt es nichts. Da wir aber in die Mine reingehen wollen, Sicherheitskleidung und so, bin ich halt umgezogen. Ich habe erst schon gedacht, der Lensch hat so viel Geld auf dem Konto und will jetzt nur Dauer noch größer bauen. Ich habe meinen eigenen Archäologen angestellt jetzt. Ach so. Hey, ja, meinte schon, er gräbt nach alten Pfötzchen. Also. Alten was? Ja, genau. Ja, Ja. Herrera. Also. Ach so. Okay. Wo ist Herr Untermeier? Ach nee, der ist unterwegs mit Dämlich. den Leuten wegen dem Ja. Dings. Ist auch unterwegs, um sich zu verkleiden. Ich brauche nämlich eine Kontonummerliste von ihm bezüglich der Situation rund um die Bonuszahlung von 10.000. Die kommen. Soll ich wem Stein mitbringen? Aber nur einen, der glitzert. Wenn ich Wir hatten einen. gerade. Bitte? Ja, Herr Lenz, sprechen Sie sich ruhig Wenn ich einen aus. Stein will, dann mache ich Heimaturlaub in Hamburg zum G20-Gipfel. Ja. Dann so. Breeden wollen wir? Lass uns los. Wir könnten ein Viel eigenes Erfolg. Bauunternehmen gründen. Danke. Ja, na gut. Steine sammeln, klingt gut. Ja. Ja, also. Ja, bestimmt. Was ist denn jetzt mit den Lenny? Lässt sich umziehen, okay. Sie kriegen übrigens noch alle Schulungen von Herrera bezüglich der Serverinfrastruktur, die wir aufbauen. Für Sie zur Information, wenn Sie die Karte aufmachen und mal Los Santos als Ganzes betrachten, ja, Ja. dann werden Sie sehen, dass Sie, also dann stellen Sie sich vor, dass wir an allen Knotenpunkten Server aufbauen, wo viele Leute sind und die in der Stadt verteilen. Das bedeutet, wir werden zwischen 15 und 25 Systeme haben, die man täglich warten muss, beziehungsweise die man regelmäßig warten muss, weil wir so Zyklen haben. Um Ausfallsicherheit zu geben und dann muss man die anfahren. Das wird zukünftig auch zu Ihrem Aufgabenbereich gehören. Also entsprechend Richtung Live Invader, da die Ecke, Richtung Genau. Sektor-Cars und so weiter. Genau, genau. Okay. Da werden überall unsere Serverkomponenten stehen, da wird eine separate Karte für aufgemacht und dann wissen Sie auch, wo Sie dahin müssen. Sind wir auch außerhalb der Stadt? Oh Gott, Herr Omer ist da. Oh.
Chef, der Herr Unger wird gern kurz mit Ihnen sprechen, der kommt da gerade. Ja. Herr Unger! Schönen guten Tag, ich bin der Unger. Ich hab einen Termin bei Herrn Lenz. Mein Gott, Herr Unger, ich dachte, Sie sind denn erst ab 22 Uhr erreichbar. Ja, aber bin heute ein bisschen früher von der Frau runtergekommen. Ja, dann kommen Sie doch in mein Büro. Ja, klar. Aber natürlich. Warum die lachen die Leute? Das ist nicht wirklich, Herr Unger. Was? Das ist Herr Szymanski. Oh mein Gott, das ist ein perfektes Duplikat. Aber gut, dass Sie es nicht erkannt haben. Das war unser Plan. Hallo, Chef. Ach du meine Güte. Ja, dir. Ach du meine Güte, ich hab sie nicht, also. Ja, ich musste noch ein bisschen an seiner Aussprache da üben. Ja. Aber da bin ich gerade dabei. Wahnsinn. Oder? Ich hätte jetzt mit Ihnen ein Klientengespräch geführt. Wäre doch super gewesen. Ich hätte mit Ihnen jetzt, ich hätte jetzt durchgesprochen, was wie der Auftrag läuft. Ach so, ja, können wir ja machen. Nee, aber. Boah. Gut. Okay, dann sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, der Herr Unger ist ab 22 Uhr da. Ja, hoffe ich auch. Buenos tardes, Herr Unger. Ja, Herr Unger. Herr Unger wollte nochmal vorbeikommen bezüglich der Situation rund um den Auftrag, den wir aktuell haben und wie er zufrieden damit ist. Ich bin aktuell sehr zufrieden, ja. Ich sage. Ja. Schön aufgeräumt, ja. Schön aufgeräumt, ja, in den ganzen Laden, ja. Gänsefleisch mal im Kofferraum aufmachen. Warten Sie mal, Herr Unger, wo kommen Sie denn jetzt wieder her? Lassen Sie mich in Ruhe, ja. Herr Rera, das ist nicht wirklich Herr Unger, das ist Herr Szymanski. Unglaublich, oder? Was? Macht er gut, macht er gut. Ja. Signor Lenz, eine kurze Sache. Ich habe Ihnen vorhin alle drei Angebote für das LSPD nochmal zukommen lassen. Ja. In überarbeiteter Form. Ich habe Ihnen eben gerade das Angebot und die Rechnung in zwei unterschiedliche Mails für die Stadtverwaltung rübergeschickt. Ja, das schicke ich an die Stadtverwaltung. Ja. Genau. Wichtig ist, verwechseln Sie nicht, LSPD ist das Polizeidepartement, SW ist Los Santos Stadtverwaltung. Okay. Ja, ich schicke das gleich alles rüber, dass Sie das haben. Okay. Und lesen Sie gerne nochmal Korrektur. Mein Sekretär hat immer Probleme und schreibt immer Schwarzwasser ohne CH. Ihr Sekretär also? Mhm. Ja, der sitzt Sekretär? Da hinter dem Computer. Ja, der sitzt, der ist versteckt, den habt ihr noch nicht gesehen. Der arbeitet da im Service-Trank. Den habe ich in die Bay 3 eingebaut. Schade, wenn Sie es weitergezogen hätten, ich hätte mit dem Klienten ein Gespräch geführt. Ich hätte ihn nicht erkannt. Herr Untermeier, Herr Lenz. Schicken Sie mir mal bitte eine Liste aller Kontonummern? Jawohl. Fantastisch, Sie können Gedanken lesen, fantastisch. Einmal in die Mitarbeiterliste und Infos, da stehen die Kontonummer der MA. Ich habe auch den Herrn Herrera und den Herrn Moore mit hinzugefügt. Okay, weil ich muss jetzt ein paar Überweisungen machen diesbezüglich. Mhm. Wegen des Leasingvertrages der Server, soll das weiterlaufen? Welcher Leasingvertrag? Also soll das weiter angegeben werden? Wir hatten ja den Leasingvertrag für die Server. Ja, aber. Mit den 20, ich verstehe, aber ich denke, wir haben das immer noch, oder? Ja, wir haben den Leasingvertrag, aber es entstehen durch den Leasingvertrag keine nachweislichen Kosten. Verstanden. Das heißt, jetzt muss nur noch eingepflegt, dann kann ich jetzt aber durch den Leasingvertrag einmal eingeben für diesen Monat oder nicht? Weil dann, also ich müsste jetzt quasi mit Leasingvertrag nur $3,100 in Anführungszeichen einpflegen, ohne Leasingvertrag wären es 23.100. Nehmen Sie ihn raus, wir brauchen ihn gar nicht, die anderen Kosten können Sie ja so verteilen. Okay, gut. Kommt da noch was dazu? Oder der Breeden meinte, er hätte da noch was ebenfalls mit ausgegeben, hat er da schon mit Ihnen geredet? Keine Ahnung, was er meint. Okay, gut. Naja, für Serverteile und so hat er anscheinend auch Geld ausgegeben. Ach so, ja, da weiß ich nicht von. Okay, dann kommt er noch zu Ihnen. Alles okay. Gut. Kopf, da muss ich mir erstmal
Ja, sieh, mach mal lieber langsam, ne? Nicht sofort alles überstürzen, ne? Oh ja, ich hatte ja heute auch noch nicht wirklich was zu tun, also alles gut. Ja, taste dich langsam ran an die ganze Scheiße, ne? Sowas darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Herr Unger, wieder wichtige Telefonage. Ist irgendwas mit seinen Stimmbändern hier? Der klang so anders eben. Wer? Der Unger. Ach so, ja, nee, Herr Unger, vielleicht durch die Aufregung jetzt. Okay. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt für den Rest nochmal Hodge und Cooper begleiten Herrera und mich gleich bei einer Besichtigung der Örtlichkeiten rund um den Hafen bei dem Einsatzgebiet U-Boot, damit wir ausloten können, wo am besten die Strömung für die Rekooperation, haben wir letztens gesagt, der USV-Anlage stattfinden soll. Sie können sich schon mal überlegen, weil wir die bestellen werden, wer von Ihnen am besten und längsten die Luft anhalten kann. Fantastisch. Also, ich bin mit, also wer von uns allgemein? Naja, wir werden da schon so, wir müssen dann einen Taucheinsatz dann durchführen. Ja gut, aber dann brauchen die Jungs auf jeden Fall Tauchklamotten, ne? Ja, da brauchen wir Tauchersachen. Also, ich hab tatsächlich schon Flossen. Sie haben Flossen? Ja. Fantastisch. Ja, dann bist du doch schon mal qualifiziert. Ich bin nicht so der Schwimmer. Paddelkappe hast du auch schon? Ich kann sinken wie ein Stein, du raus. Sehr gut. Ich glaube, nach Ihrer Krankheit würde ich nicht den Wasserdruck mehr aussetzen. Ne? Ach, ich denke, das ist eigentlich halb so wild. Ich hab's ja nicht mehr im Kopf. Kurzer Einwand. Was denn? Was ist Sie, Schimanski? Frau Mitchell hat mich gerade angerufen. Ja. Die hat jetzt noch einen Auftrag da mit Breden. Die sind dann noch unterwegs. Ja. Er hat gesagt, sie wird spezielle Geschichte mit dem Ungar an mir übergeben, weil sie meinte, wir sind genug hier. Ja, dann aber nicht an Sie selbst, sondern Sie sind Decoy. Hobbs macht Einsatzleitung. Genau, perfekt. Fantastisch. Wunderbar. Also Claire kommt erstmal nicht mit, das heißt, wir machen das hier unter uns sechs aus. Ich brauche Hodge und Cooper. Wahlweise nehme ich auch nur Cooper mit, dann haben Sie ein volles Paar Autos, glaube ich. Oder? Ja. Ja, doch. Zwei Autos, Mensch, gut. Alles klar, dann nehme ich nur Cooper mit nachher. Alles klar. Nach Perfekt. Ewigkeiten des Vollers und ständigen Abwesenheit. Ich bin erstmal wieder reingehalten. Können Sie nicht schwimmen? Kalle. Doch schon, aber nicht so gut. Du musst das richtig authentisch spielen, ne? Ja, ich versuch's ja. Der redet ja wie so ein halber Aschenbecher. Okay. Ja, versuch auch die Potenz- und Prostata-Probleme auszuspielen. Haben wir so Taucherflaschen? Wir müssen heute nicht tauchen. Wir gucken uns das nur an. Oh, Gott sei Dank. Ja. Ich bin jetzt erstmal kurz was die Gelder überweisen. Guck dir doch mal an, wie alt der ist. Okay. Das will ich nicht. Katastrophe. Ich mach das unten. AMG bedeutet an mich glauben. Ich bin die Überweisung machen. So, und jetzt gehe ich darüber mal zum Bankautomaten und mache mal ganz kurz die AMG bedeutet an mich glauben.
weiß gar nicht aus dem FF, warum das hier abgebaut wurde. Ich glaube, weil das zu viel gecrashed hat. Auf jeden Fall ziemlich crazy hier. So. Ja, ich denke, die Entscheidung erstmal, also das Problem ist, das wäre halt nicht konsequent gewesen, wenn ich die Scheiße weitergemacht hätte, weil ich am Anfang begründet habe, wir machen das wegen Geld. Und jetzt habe ich eine halbe Mille auf dem Konto. Das heißt, wir konzentrieren uns mal auf diese Server-Sache und guck mal, wohin das führt. Okay. Dann. Untermeier. Ja, das wird jetzt noch eine Weile dauern mit dieser Infrastruktur. Das wird total verrückt. Da gibt es auch noch ein paar Easter Eggs zu sehen, die keiner sieht. Wir sind unterwegs. Sie dürfen sich außerhalb positionieren. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Herrera. Schnappen Sie sich mal Cooper und kommen Sie runter. Die sind unterwegs. Ah, okay. Komme. Ich wollte gerade die Angebote nochmal neu schreiben und direkt nur Glenny hat mich gerade hingewiesen. Ich habe einen Rechtschreibfehler mal wieder gemacht, ja. Ja, kein Problem. Okay, komm runter. Ja, nimm Kubo mit. Ja, sieh, adios. Das mit Schimanski ist mega geil. Die fahren ihn jetzt einfach als Ungar durch die Stadt. Das ist mega gut. Ist das der Ungar? Ja, ja. Na klar. Was gibt's, Breen? Eine kurze Frage. Also ich würde ja jetzt gleich in die Mine gehen mit Claire und Björn noch. Hm? Wir brauchen dafür Ausrüstung. Eine Spitzhacke, eine Maske, eine Lizenz und... eine Taschenlampe. Ja, könnt ihr absetzen. Okay. Danke. Jo. Cooper wird mit SWIT-1 mitfahren, falls wir brauchen eventuell irgendwelche, bei der Erstbesichtigung schon irgendwelche Geräte. Ja. Verdammte Scheiße, ich werde diese Sprache nicht lernen. Das kann schwierig sein, ehrlich gesagt. Ja, sie haben explizit gesagt, wir sollen keine eigenen Fahrzeuge nehmen. Aber ich werde nochmal fragen. Ach so. Ich frage okay. Mal.
Moin. Ja, wir müssen anfangen, die Fahrzeuge ins Stadtbild zu interpretieren. Ja, darum, ne? darum. Ach, da sind sie schon. Fahrzeuge 2, 3 und 4, der Adler ist gelandet. Check. Check. Meine Güte. Guten Abend, Gentlemen. Ah. Buenas tardes, señores. Mr. Hill. Sagen Sie, ich wollte, der Grund, warum ich Sie kurz angerufen habe, einer unserer Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, mit unseren IT-Wagen direkt hinterherzufahren, um vielleicht Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die wir vor Ort brauchen. Wäre das okay? Er soll sich in der Mitte einreihen, ja? Okay. Wo ist denn Kuba? Hast du gehört, ja? Ja, habe ich gehört. Zwischen den Fahrzeugen mitfahren. Okay. IT-Wagen? Also eine neue Fritzbox könnten wir auch mal gebrauchen. Der Empfang ist ganz schlimm, vor allen Dingen im Torpedoraum. Oh Gott. Wir gucken uns das ja gleich an. Wir werden uns das gleich anschauen. Glauben Sie mir, ich bin vom Fach. Na, einwandfrei. Guten Abend, Sir. Hier ist mein Name. Das ist der Herr Herrera, unser IT-Fachmann. Gustavo Herrera. Gustavo Herrera. Na gut, ich bin... Ich freue mich auf Gigabit. Endlich. Es wird geil. So, wo sollen wir einsteigen? Bitte die beiden mittleren Fahrzeuge, ja? Nehmen Sie den dritten, Herr Röhrer. Ich nehme den zweiten. Wir fahren nicht zusammen. Jeden. Na, schönen guten Abend. So. Guten Abend. Abend. Hallo. Ja, das geht schon. Schönes Auto. Es ist passierbar. Dankeschön. Die Kolonne setzt sich in Bewegung. Ist so ein bisschen wie in einem Agentenfilm. Ja, cool, oder? Hm. Fahrer, haben Sie einen Blick nach hinten immer? Mhm. Natürlich. Was fährt der Wagen hier spitze? 160, glaube ich. Ah, okay. Ist der schon dann, wurde der schon getuned oder ist das Stock? Das weiß ich gar nicht, ich glaube schon. Ah, okay. Aber ist auch kein Auto zum Schnellfahren, einfach für den Komfort, die Sicherheit. Ich mag diese eckigen Formen, das spricht mich an. Ja, richtig. Ich bin G-Klassenfahrer seit heute, deswegen verstehe ich sie hundertprozentig. Hm. Naja, aber eine G-Klasse ist ja schon mal was anderes, ja. Also das ist ja... Eine G-Klasse ist so wie der große Bruder von diesem Auto hier. Hm. Unkantig, ja. Thank you.
Wir haben Berechtigungsstufe Nummer 3. Vielen Dank. Jake. Halbes SWAT-RP, also. Verstehe. Ich habe die Rundumsicherung gemacht, nicht zu entdecken. Wunderbar. Wunderbar, Mr. Kingsley. Befürchten Sie denn Probleme, Herr Hill? Absolut nicht. Das ist reines Standardprozedere, nicht wahr? Bisschen im Training zu bleiben. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, also das hier wäre die Anlage. Das da ist natürlich nicht das U-Boot, von dem wir hier reden. Das habe ich vor einem halben Jahr mal für ca. $400,000. Wissen Sie, das war so eine Rotwein- und Schlaftabletten-Internetaktion. Man bietet einfach irgendwo mit und schwuppdiwupp hat man irgendeinen Atomeisbrecher in 3 Teilen. Ja, da verliert man sich in solchen Aktionen auch, kann ich vorstellen. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Na gut, ich würde sagen, folgen Sie uns. Glauben Sie, dass Sie die Klippen des Todes überleben, oder? Ich würde mir dann meinen Helm noch holen, wenn die Klippen des Todes ein Problem darstellen. Moment. Ja, natürlich. Besser die Schwimmweste. Also ich möchte mindestens ein Gigabit. Also tatsächlich, Gigabit ist sehr stark ausgebaut in San Andreas auf der Insel. Ich denke, wir sollten auch bis zum Hafen bekommen. Ne? Finde ich wunderbar. Also ich müsste mir tatsächlich einfach die diverse Knotenpunkte angucken, aber im ersten Moment sehe ich gar keine Probleme. Ne? Ja. Industriegebiete sind sogar immer besser ausgebaut als die ganzen Gewerbezonen in der Stadt. Also das am Hafen könnte immer ein bisschen besser sein. Einwandfrei. Abhängig davon. Einwandfrei. Mal sehen. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir den Hardcore-Weg. Passen Sie gut auf, ja? Der Hardcore-Weg. Ja. Der Hardcore-Weg, wir müssen aber nicht nackt sein, oder? Ich hoffe nicht. Naja, wenn Sie leicht abrutschen, das hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Balance halten können. Zu Ihrer Rechten sehen Sie übrigens unsere Mercedes-Benz-Sammlung. Oh. Ich kann meine Balance ziemlich gut halten, ne? Oh mein Gott! Chef, Sie haben gesagt, ich brauche nicht schwimmen. Ja, hier an der Ecke ist immer ein bisschen kompliziert, aber man kommt ganz gut rum. Mit ein wenig Übung. Oh Gott. Cooper, halten Sie sich fest. Ja, ich bin dabei. Ach du Heiliges, hast du ja die gewusst, irgendeine Badehose mitgenommen, hä? Oh mein Gott. Nix schubsen. Ich schubse nicht. Vorsichtig, Cooper. Ich warte noch. Ja, wenn man rum ist, ist gut. Uff. 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 Ja, das stimmt. Eieiei. Ganz ruhig, Cooper. Natürlich. Wissen Sie, am besten sind ja für solche Arbeiten besonders kleine asiatische Frauen, die haben so wahnsinnig Zahlen. Machen Sie gut, Cooper! Zum Beispiel Frau Hahn. Frau Hahn, zeigen Sie mal Ihre. Sehr gut. Fast geschafft. Ja, und so wahnsinnig weich. Das ist ja, sehr, kein sehr Problem. Handcreme. Ja. In welches Business? Massage. Na, jetzt werden Sie mal nicht klischeehaft. Massage-Business. Das ist wunderbar, weil ich habe noch nie so weiche Hände berührt in meinem Leben. Die sind wirklich was Besonderes. Na gut, gehen wir weiter. Dankeschön, übrigens, Mensch. Puh. Ist es das hier? Ja, das ist das. Das ist die HMS 187. Eine Grenze in die Proper, hä? Ja, so ist es. Wahnsinn. Betrieben
durch einen RBMK-1000-Reaktor, wo uns leider ein Brennstab fehlt. Hm. Sie haben die Tragödie ja bereits mitbekommen. Ja. Hm. Haben Sie dann auch Stromschwankungen? Das Licht geht an und aus, sowas? Ja, sowas haben wir. Das ist besonders gefährlich ist das, weil sich unser Bruder Kefka zwei SLE-verbundene RTX 3090 gekauft hat. Da hat er natürlich sehr, sehr viel Angst und diese Wertgegenstände auch einfach, nicht wahr? Ja, da sind Stromschwankungen natürlich auch tödlich, ja. Mhm. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Hm. Dieser scheiß Meme-Lord, Alter, das gibt's gar nicht. Die Aussicht von hier oben, ne? Ah ja, wir würden hier ganz kurz mal... Cooper, kommen Sie mal her. Ich mache mir ein paar Notizen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Wie machen Sie das? Wenn ich das Hafenbecken so sehe, ist das hier auf jeden Fall relativ groß. Und wie ich die Wellen beurteilen kann, könnte das ausreichen, wenn wir direkt in der Mitte den Rekuperationsapparat installieren. Hm. Wie war das Herkunftsland dieses Kahns nochmal? Bitte? Ist das ein russisches Wort? Entschuldige Sie, meine Sprache ist nicht die beste. Ich gebe mir alle größte Mühe, Ihre Sprache zu lesen. Das ist ein russisches U-Boot. Das ist richtig. Russisches Fabrikat. Wir haben eine Cargo-Door installieren lassen. Das Kali-Kartell hat damit immer große Mengen an Kokain verladen. Wir, unsere liebe Agatha. Sie hat leider nicht durch die Luke gepasst. Oh. Ja. Hat sie nicht gepasst, als sie war noch draußen, oder hat sie dann irgendwann nicht mehr gepasst, als sie war schon drin? Nein, sie passt da generell nicht rein. Sie wiegt ungefähr 450 Kilo, die Frau, aber sie macht wunderbare Ravioli. Das sage ich Ihnen. Sicherste. Welche Baujahr hat die Kahn? Das Baujahr ist 1965. 1965, okay. Wurde aber mehrmals general überholt und auf die neuen... Techniken angepasst, nicht wahr? Relativ neu tatsächlich. Für ein U-Boot noch. Das ist gut. Ja. Das heißt, die Verkabelung intern sollte den ganzen angeschlossenen Stromwiderständen bzw. den ganzen angeschlossenen Stromgeräten auch standhalten. Da kann auch mal eine 3090 im SLI angeschlossen werden. Man mag es kaum glauben, aber ja, das stimmt wohl. Okay. Wofür benutzen Sie die bei den 3090 im SLI? Ausschließlich für Gaming oder auch zum... zum Bitmining. Gaming und was im Stream denn Kefka so alles? Frau Hahn, du hast da doch den besten Einblick. Fußballmanager, Stardew Valley. das war's eigentlich auch schon. Fußballmanager und Stardew Valley. Und er hat jetzt ein ganz neues Geschäftskonzept. Er will von irgendeinem Kartenspiel so eine Öffnung machen. Verkauft da wohl irgendwie die Sets, das ist unglaublich teuer, aber naja. Digimon. Also okay, aber so extrem rechenstarke Gesichter wie zum Beispiel Minecraft RTX macht er nicht, oder? Weiß nicht. Das spielt er nicht, aber das spielt er privat, ja. Ah, okay. Ja. Aber dann will er halt schon seine 250 Frames haben, das ist natürlich klar. Ja. Das ist ein Minimum, alles andere sehe ich. Ich meine, die 6 240 Hertz Monitore, die. Sind ja auch nicht umsonst. Ne? Richtig, und man braucht auch immer ein bisschen Luft nach oben. Es darf ja nicht unter die 240 Hertz fallen. Natürlich nicht. Ansonsten gibt es so Ruckler. Mikroluckler, ich hasse Mikroluckler. Ja, grausig, wirklich grausig. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein leidenschaftlicher Gamer, deshalb erfreut das gerade mein Herz, dass ich sowas höre. Da gibt noch andere für mich. Ich kenne mich mit dem ganzen Kram nicht aus, aber Bruder Kefka ist schon immer. Bruder Kefka hat mal einen Kirchenbrand auf dem Kirchturm vor seinem Gaming-Rig ausgesessen. Verstehe. Das waren noch Zeiten, das sage ich Ihnen. Es gibt solche und solche. Es gibt Leute wie mich und Herrn Kefka und es gibt Normis. Ja, richtig. Dann hüpfen wir mal rein, nicht wahr? Ich hüpfe sie mal vor. Uff!